2011 haben wir 20 Jahre Dusty Boots mit einem grossen Fest hier im Muttital gefeiert. Und wenn es im Leben so ist, die Zeit geht einfach schnell vorbei. Und schon schreibe ich mir das Jahr 2016 und das heisst für uns 25 Jahre unterwegs mit den Dusty Boots. In den letzten 5 Jahren ist viel passiert und wir haben, weiss Gott, einen Haufen Abenteuer erlebt. Angefangen mit neuen Konzertort, neuen Songs, neuen CD und nicht zuletzt natürlich mit neuen Musikern. Ich würde gerne unseren neuen Bassist vorstellen, Marcel Häppner. Wir haben dann gesehen, eine geile Band sucht einen geilen Sieg. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich werde das. Hallo! Also ich komme von Bubendorf. Das ist ein wunderschönes Dorf im Kanton Basel-Land. Bubendorf sagt schon, die Buben. Jetzt haben wir die geile Sieg nachher. Ja. Cheers, baby! Right, Joseph. Willkommen in der Höhle. Zum Wohl, in der Höhle. Seit vielen Jahren haben wir Songs wie Old and Tucker, Pay Me My Money Down oder Joy of My Life im Repertoire. 2012 haben wir endlich die belebten Stücke zusammen mit anderen Coversongs auf einer rein akustischen CD aufgenommen. Hello. How are you? Up in the huddle, didn't know what to do. I turned the TV on, was a lady to you. I was talking about the dead man upon the winter stay. Since I'm looking for the Cadillac for Tennessee place. Ja, Pferdi, wir fahren nach München. Ja, und in München. Ja, Herrschaftszeiten. 371 km, 3 Stunden 40. Richtung Südautobahn zwischen dem Knoten Kaiser und dem Knoten Prater ist ein. Ja, genau! Aus Country City Toggenburg in Unterwasser. Wir sind tatsächlich hier beim Christenbeat und bei der Monika. Ja, hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Heute hier in Ballwil mit dem Chef von der Motoclub Black Dragon. Ja, und jetzt sind wir ganz an einem neuen Ort in Langnau, im Nemmental, im Käskeller. Ja, hallo zusammen, also ich denke, jetzt entweder, heute hat sie sich der Wert in Hotschulbar gekommen. Schon wieder sind Dusty Boots unterwegs und zwar da mal im Herzen von der Stadt Bern. In der Altstadt, in einem wunderschönen Musikclub mit einem Akustikkonzert im Jetlag. Hey, dieses Wochenende sind wir in Davos, natürlich in der Ex-Bar. Und ich kann euch sagen, wir haben uns schon lange gefreut. Und ich denke, da ist Jeffin, es kann ja nur gut werden. Oder was meinst du? Scherische Thema, scherische Tadore. Jetzt haben wir noch ins Hafenviertel gesetzt, haben wir nämlich 40 Minuten im Bus innen müssen warten, weil das Schiff jetzt 2 Stunden Spätung. Wir sind 2 Stunden früher. Chaos! Chaos alla Italia! Musik.
Hey! Eric's room is here, look. Don't tell Sylvia. This was Valletta, Malta, beautiful city, but I little bit windy. A little bit windy, but I haven't seen it because I slept in. Off. Oops. Ein grosses Highlight war für uns alle und für mich als grosser Schwinger-Fan besonders, als wir im August 2013 am Eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf als Band dabei sein. Ein Konzert vor so vielen Leuten gibt einem ein spezielles und vor allem ganz ein schönes Gefühl. Yeah!
Heiligen Hai. Im Juni 2014 beim ersten Road Music Open Air in Ramsey im schönen Emmental hat Frank, unser langjähriges Bandmitglied, sein letztes Konzert mit den Dusty Boots. Okay, ich frage einfach, hat es euch gefallen? Ja! Soll der Frenzel mal spielen? Ja! Also Frenzel, komm mal, kannst du dich nicht lumpen, das ist ja so. We'll be right back.
sage gar nicht mehr, ich sage nur, Franz, du bist der geilste Sieg. 10 Jahre, wir sind traurig, dass du gehst, aber ja, wo seid ihr da, aber du bist einfach ein geiler Sieg. Und das ist dein Geschenk hier. Eine Flasche Williams mit einem Handdörm da drin. We love you! Ja, alle miteinander. Wir freuen uns hier, nach dieser langen Sommerferie, wieder ein Konzert zu machen, hier am Waldfest in Alpnach. Super Atmosphäre. Sieht gut aus und das Wetter sogar sieht noch gut aus. Speziell ist sicher heute, als wir mit dem neuen Mann spielen. Mit dem Mann, mit dem Patrick von Einsiedeln. Er spielt heute das erste Konzert mit den Dusty Boots. Und wir freuen uns sehr. Ich bin sicher, es kommt gut, weil am Donnerstag haben wir eine grandiose Probe gehabt. Und er hat sich also reingeknübelt und er hat das gut gemacht. Ich muss sagen, ein Kompliment von uns. Wir freuen uns sehr, mit ihm Musik zu machen. Und Paddy, wir begrüßen uns natürlich hier in der Band Dusty Boots und wir freuen uns da heute Abend hier, da das Waldfest zu rocken. Danke vielmals. Life is a journey. Nach 25 Jahren Dusty Boots sind wir hier in der wunderschönen Stadt von Hamburg, um die neue CD aufzunehmen für unser Jubiläum. Können wir einen Lift haben? Hey, grazie, grazie. Die habe ich jetzt nicht mehr, die habe ich nicht behalten. Nee, die Sensoren, also die Messung habe ich da auch noch gleich. Ja, das ist schon die letzten sehr bewegenden 5 Jahre erlebt. Nach schier 800 Konzerten und Tausenden von Kilometern auf der Straße hinter uns sind wir immer noch eine verschworene und auch eine ehrgeizige Truppe. Aber jetzt befinde ich mich hier in meinem sehr wertvollen Little Room, der, wo die ganze Dusty Boots Geschichte begleitet hat. Die vielen Jahre als Musiker hat mich im Besonderen, aber auch sicher die ganze Band
stark geprägt. Und vor allem ist mir eins klar geworden. Life is a journey. Dusty Boots Reise geht weiter. Zum Wohl miteinander.